So, jetzt sind wir mal extrem gegangen. Das ist ja witzig, dass die Polizei sich das erklärt. Ja, super. Also, ich bin ehrlich gesagt schon seit vielen Jahren und auch immer schon in der letzten Zeit vor allem vermehrt mit der Möglichkeit gedanklich zugegen, wie man sich wieder direkt von Mensch zu Mensch verknüpfen könnte, einen Austausch zu schaffen, auch direkt so auf der Basis von Mensch zu Mensch, im Prinzip ohne dass dafür die üblichen Wege innerhalb vom System mit den Hürden, Reglementierungen, Abhängigkeiten und parasitären Effekten verbunden sind. Und meine Motivation dazu ist eigentlich, dass es immer schwieriger wird, auch für mich, mich zu motivieren, an diesem System teilzuhaben und dieses auch deutlich damit mit zu versorgen. Und wir werden oft die Verbraucher genannt, aber eigentlich sind wir die Versorger von dem System mit unseren Steuern und unseren Abgaben und so weiter. Halten wir das Ding eigentlich am Laufen. Und das ist so ein kleiner Mindtrick, wo man uns da eingebaut hat, dass wir das gar nicht so richtig erkennen, aber das ist tatsächlich so. Und als Dank wird unsere Freiheit gerade eingeschränkt, nicht? Und das ist nicht so geil. Ah, super. Aber der Wind ist gerade echt angenehm. Ja. So. Genau, und mir geht es jetzt darum, eigentlich, man könnte das auch so verstehen jetzt gerade, dass wir aufgefordert werden, eigentlich in die Eigenverantwortung zu kommen. Und ja, super. Und damit meine ich eben, also selbst zu leben und zu entscheiden und sich nicht fremd bestimmen zu lassen. Und damit meine ich, bildlich gesehen, aus der Komfortzone eines in die Jahre gekommenen Elternhauses abzunabeln. Und die Kinderwelt zu verlassen und das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Zugleich ist es eine Form des Widerstandes auch, seine Energie in andere Bahnen zu lenken, indem man neue unabhängige Wege geht mit seiner Lebenskraft, diese und nicht das parasitäre System unterstützt. Ja. Und wir wachsen immer heran mit dem Eindruck, alles sei alternativlos. Das sagt man ja uns auch immer so. Aber das stimmt nicht, es gibt immer Alternativen. Man muss sie nur nutzen und den Mut haben, sie für sich in Anspruch zu nehmen. Ich denke, dies kann etwas sein, um sich gegen das Gefühl der Ohnmacht zu wehren, das einen derzeit durchaus auch ereilen kann. Ja, und darüber hinaus finde ich es wichtig, da wir eh schon so stark isoliert sind und man uns ja gerade ja noch stärker isolieren will mit Abstandsregeln und Maske, dass wir uns wieder vernetzen, eine Gemeinschaft pflegen und auch wissen, was für Potenziale innerhalb dieser Gemeinschaft da sind. Denn es könnte sein, dass es in absehbarer Zeit kräftig rumpelt in der Weltwirtschaft und es dann gut ist, wenn man dann nicht isoliert ist, sondern sich gegenseitig unterstützen kann. Ja, und so bin ich ein bisschen auf die Suche gegangen, was es denn für Möglichkeiten gibt und was schon alles da ist und so weiter. Und letztlich bin ich bei Tauschringen gelandet. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon sowas gehört von Tauschringen? Ja, kennt ihr ein bisschen. Also Tauschringe sind Gemeinschaften, die ganz unterschiedliche Formen haben können und welche auch sich in zunehmender Zahl bilden. Es gibt eine Tauschwiki, tauschwiki.de, und da sind derzeit 218 Tauschkreise schon registriert in Deutschland. Und die gibt es seit ca. 1994 in Deutschland. Und dabei geht es eigentlich darum, nicht wie der Name jetzt vermuten lässt, direkt zu tauschen, einer gegen den anderen, sondern dass man eigentlich so eine interne Verrechnungseinheit hat, mit der man eben dann quasi wie im normalen Leben auch Leistungen vergütet bekommt, wenn man was macht, oder auch eben Leistungen kaufen kann. Und das ist auch ganz frei, was es da gibt. Manche nehmen Parallelwährungen, manche nehmen immer noch Euro und so weiter. Aber manche nehmen auch Zeiteinheiten, ist auch eine interessante Alternative. Und da kann man sich eigentlich so seine ganzen Spielregeln kann man da gestalten, wie man möchte. Das ist einem ja völlig freigestellt. Und wie ich mich jetzt auch so informiert habe, sind die Organisationen auch alle frei am Arbeiten. Also die werden nicht groß irgendwie sanktioniert oder inspiziert oder irgendwas in der Richtung, sondern kann man einfach im Prinzip im Moment mal machen, was man will. Es sind auch meistens eben Sachen, die mehr oder weniger so im Bereich der Nachbarschaftshilfe laufen und so weiter. Und man könnte das jetzt, denke ich mal, langsam so aufbauen und ein bisschen sich vernetzen, gucken, was jeder so drauf hat an Fähigkeiten, Möglichkeiten,
wo sich schon was ergibt, kann man auch zusammenarbeiten. Und ja, und was eben auch schon ganz toll ist, dass es für die, weil das eben jetzt schon so lange ist, dass eigentlich da schon ziemlich viel Software auch entstanden ist über die Jahre. Und es gibt schon komplette Open Source Plattformen, die man eben installieren kann mit Handy-Applikationen und so weiter. Und dort sind dann im Prinzip virtuelle Marktplätze vorhanden, wo man Angebot, Nachfrage sehen kann und wo dann auch die Abrechnung und die Konten alles abgebildet wird. Ja, und jetzt ist eigentlich, wollte ich das einfach mal vorstellen, den Gedanken hier im ersten Schritt und mal schauen, wie das Feedback ist für die Geschichte, ob wir uns das vorstellen können, so uns quasi irgendwo zu verbinden. Das hat auch nichts mit der Demo hier zu tun an sich, sondern das ist jetzt einfach, denke ich mal, ein Kreis von Leuten, die da schon auf einem relativ breiten Nenner sind, was sowas angeht und wo das einfach Sinn macht, das mal in die Runde zu tragen, denke ich. Und jetzt, ja, wäre es vielleicht im ersten Schritt mal zu sehen, wie viele Leute eigentlich daran prinzipiell mal Interesse hätten, bei sowas mitzumachen. Und wenn das dann genug werden, dann ja, würde ich auf jeden Fall auch sehen, dass wir da zu Streich kommen. Ich habe eine kleine Liste da vorne ausliegen. Ich lege auch gleich noch einen Stift dazu. Und wer möchte, kann sich da mal einfach eintragen mit Name, idealerweise E-Mail-Adresse. Wer beides nicht will, auch nur den Namen oder so, ist eigentlich egal. Es geht mal einfach darum, wer da mitmachen möchte. Und wer sich dann auch vorstellen könnte, sogar organisatorisch vielleicht was mitzutragen an dem Projekt, wer sich das da also auch vermehrt einbringen würde. Das ist gerade am Anfang recht wichtig bei sowas. Ich selber würde auch im Prinzip mich dann um die Technik kümmern, dass wir sowas an den Start bekommen. Und der kann noch vor seinem Namen ein kleines Plus machen. Dann weiß ich, okay, den kann man auch ansprechen, wenn es ein bisschen dann wirklich konkret werden wird. Okay, das wäre es von meiner Seite. Ah, und ich habe, mein Name ist Benjamin Pilz und ich habe auch ein Kärtchen dann dort auslegen, falls jemand erstmal lieber nur meine E-Mail-Adresse sich mitnehmen möchte oder so oder meinen Kontakt, dann habe ich auch noch ein paar Kärtchen dort hingelegt. Genau.